Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute eine weitere Quest-Zusammenfassung. Und zwar machen wir heute die Quest Bergwaku Tempel. Das ist eine Stufe 155 Quest von Lang Xiao Xiao. Oder wie auch immer man das ausspricht. Der befindet sich hier in Zentralasien. Hier unten, also südlich von Chang'an. Und man kann ihn einmal täglich über ein Geheimnis oder einen Zeitgeist zurücksetzen. Dazu einfach das Questbuch aufmachen, zurücksetzen, runterscrollen zu den 155er Quests und dann Quest zurücksetzen. Ja, jetzt klicken wir auf Akzeptieren und bekommen direkt die erste Quest. Fangen wir direkt an. Porten übers Questbuch hin. Ich habe eine Teleport-Lizenz. Die hilft natürlich, aber man kann es zur Not auch laufen. Ja, wir sind jetzt im Waku Tempel Pavillon. Das ist die erste Ebene. Und haben als Aufgabe 10 Monstervögel, 10 Dämonenkrähen, 10 Affenkönige und 10 Teufelsschweine zu töten. Das Huagu lasse ich immer weg, weil alle Monster haben am Anfang oder irgendwo in der Mitte den Zusatz Huagu drin. Das heißt, ihr tut euch auch sehr viel leichter, wenn ihr irgendwelche Monsterinfos erhaltet oder weitergebt. Alles mit dem Namen Huagu ist eben hier in dem Tempel. Oh, haben wir einen Drop, 26 Erfahrungsbücher, wunderbar, sind 1,3 Milliarden Erfahrung schon mal. Ja, ich komme nochmal zum Geheimnis zurück. Das habe ich eingesetzt, ich habe noch ein paar. Ich stelle mal auf Autokampf. Das kann man eben über Geheimnis bauen. Ist es ja hier, und ihr braucht pro Geheimnis 25 Erdessenzen, 5 glänzende Opale, 100 Anarchiesteine und 50 Wurzeln des Lebens. 45 Millionen Arbeitspensum und mindestens Stufe 68 Geheimnis, also schon ein recht hohes Geheimnis. Aber natürlich könnt ihr es auch von eurer Gilde bauen lassen oder vom Markt kaufen. Ja, hier bei der ersten Quest sind die Dämonenkrähen haben wir schon abgeschlossen und die Monstervögel sind fast abgeschlossen. Die Dämonenkrähen, die sind hauptsächlich da am Anfang. Ihr seht schon, hier stehen sehr, sehr viele Leute rum auf der Ebene, weil das hier auch ein sehr, sehr guter Platz ist zum Farmen. Zum Loot erkläre ich euch natürlich später wie immer mehr. Wie gesagt, die Ebenen, die sehen alle ähnlich bzw. recht gleich aus. Hier der Tempel Pavillon. Hier kommen wir rein. Hier geht's zur nächsten Ebene da oben. 4x10 Monster. Natürlich könnt ihr auch hier eine Patrouillenlizenz benutzen, die habe ich auch, aber das mache ich eventuell höchstens bei den Monstern am Schluss. Monstervögel sind auch fertig. Die Dämonenkrähen, wie gesagt, nur am Eingang oder hauptsächlich am Eingang. Also, ihr könnt nicht stur auf einer Ecke hier kämpfen. Aber das ist natürlich kein Problem. Jawohl, hier auch viele Affenkönige drin. Für die erste Quest hier erhaltet ihr schon 50 Millionen Erfahrung und 10 Millionen Gold. Und ihr seht, die Monster hier sind sehr, sehr einfach. Deswegen farmen hier auch viele Leute AFK. Es ist ganz gut durchführbar. Jawohl, das hat wunderbar geklappt. Es kann sein natürlich, dass ihr am Schluss immer eins übrig habt oder so. Aber ist ja kein Problem.
Natürlich geben wir ab. Wir könnten jetzt auch rauslaufen hier. Da vorne ist der Eingang, aber normalerweise teleportiere ich immer. Erstens ist es kürzer. Und zweitens läuft man da nicht in Gefahr, irgendwelche Monster anzulaufen, die man natürlich nicht mehr braucht. Hier der NPC Lang Xiao Xiao. Erhalten wir die Erfahrung und das Gold. Und machen wir der zweiten Quest weiter. Da müssen wir jetzt schon ins erste Tempeltor. Wir klicken immer doppelt drauf. Wir könnten auch laufen. Falls ihr lauft, lauft im Autokampf, im Autolauf, dann könnt ihr keine Monster über den Weg laufen oder angreifen versehentlich oder reinlaufen. Titel haben wir noch an. Geht noch eine ganze Zeit. Solltet ihr natürlich auch machen, auch wenn die Monster nicht sonderlich schwierig sind. Für die zweite Quest müssen wir jetzt 20 Lampengespenster töten, 20 Seelenfresser und 20 Bodenmänner. Das hier sind die Seelenfresser, hier die Bootsmänner, die Sänften hier, die muss man als einzige Monster hier in der Ebene nicht töten. Also die sind quasi umsonst. Auch hier sind die wieder, wie in der ersten Ebene, ein bisschen verschieden verteilt. An den Seiten sind viele Seelenfresser, am Anfang viele Bootsmänner, die sind aber allerdings überall drin. Und hinten, eher Richtung zweites Tempeltor, sind die Lampengespenster. Und ja, die Lampengespenster, die sind eben fliegend. Das sind die einzigen Monster, die im gesamten Huago-Tempel Quest fliegend sind. Das heißt, wenn ihr die rum habt, müsst ihr keine, nicht unbedingt zwingend mehr Fernkämpfer drin haben, die Flieger angreifen. Genauso wie die erste Quest kriegt ihr auch hier für die zweite 50 Millionen Erfahrung und 10 Millionen Gold. Also auch wunderbar. Auch das Loot hier ist genauso. Wie gesagt, lasst euch, wie gesagt, die Monsterinformationen geben von den Gegnern hier. Es lohnt sich. Das Loot ist zumindest ordentlich und ihr killt ja sehr, sehr viele Monster, die nicht sonderlich schwierig sind. Ich schaue immer zumindest grob, dass ich etwa gleich viele immer töte. Beziehungsweise die angreife, die wir am wenigsten haben, dann geht es eigentlich, damit es halbwegs gleichzeitig fertig ist mit den Monstern. Blutroboter habe ich natürlich auch an. Auch eine gute Idee. Die Uaguru-Questreihe, die hat insgesamt 8 Quests. Und es gibt 5 Ebenen. Eine haben wir schon durch, dann gibt es das erste, zweite und dritte Tempeltor und dann auch noch den Huago Tempelschrein. Dafür braucht ihr dann einen Schlüssel. Der Schlüssel hier ist die Tempelschrein Eintrittskarte. Die erhaltet ihr von allen Monstern hier, recht selten allerdings, und auch einmal von der Quest. Aber keine Sorge, selbst wenn ihr stirbt, das ist kein normaler Schlüssel, das ist mehr so eine Lizenz. Das heißt, ihr könnt eine Stunde lang in den Tempelschrein dann reingehen. Also wenn ihr sterbt, ihr könnt mehrmals sterben am Boss. Also ihr seid dann nicht raus, ihr braucht keinen neuen Schlüssel. Und selbst wenn ihr mal versehentlich einen zündet und ihr dann keine mehr habt, die sind sehr, sehr, sehr günstig am Markt. Weil, wie gesagt, ihr habt ja gesehen in der ersten Ebene, wie viele Leute da farmen. Also man kriegt mehr als genug davon. Oder auf dem Server gibt es mehr als genug davon. Jetzt sind wir mit den Seelenfressern ein bisschen im Rückstand. Greife ich mal einen an.
Auch hier gilt natürlich, inzwischen ist es mindestens immer einer drin von denen, wenn sie nach außen so aussehen. Die Lampengespenster, die Flieger sind jetzt auch fertig. Fehlen nur noch drei Seelenfresser. Die Monster hier im gesamten Uago-Tempel reichen von Stufe 165 bis zu 174, das ist der Endboss. Also das Level von den Gegnern ist schon sehr hoch. Jetzt machen wir mal die Patrouillenlizenz. Ein Seelenfresser. Nee, das ist nicht so gut. Die nicht. Eins, zwei. Nee. Ja, das müssten drei sein. Ich weiß nicht, ob der jetzt war. Ja, doch. Vier Stück sogar. Da sind wir fertig. Mit der ersten Quest, die es im ersten Tempeltor gibt. Wie gesagt, auch wieder 50 Millionen XP, 10 Millionen Gold. Wir teleportieren wieder zum Questgeber von zu Lang Jiao Xiao ab und erhalten jetzt die dritte Quest. Und zwar müssen wir da einen Boss töten, die erste Huago-Torwache. Porten wieder auf die Ebene. Jawohl, da steht er, die erste Huago-Torwache. Und ihr seht, der ist nicht zu übersehen. Greifen wir an. Ihr seht, der hat zur Umrandung, das heißt, wir müssen auch nur ihn töten und dann fliehen die Reste. Das machen wir auch. Er hält natürlich etwas mehr aus als die normalen Gegner. Allerdings auch nicht sonderlich viel. Wenn ihr noch etwas schwächer seid, habt ihr eventuell ein bisschen Probleme mit denen. Aber ihr könnt die Questreihe natürlich auch, wie die meisten, zu zweit oder zu dritt machen. Wir geben die Quest ab. Die gibt schon etwas mehr Erfahrung. 80 Millionen und 20 Millionen Gold. Kommen dann schon zur Quest im zweiten Tempeltor. Das ist eben die dritte Ebene im Huago-Tempel. Hier müssen wir jetzt 20 mal 4 Monster töten. Die sind hier alle verstreut. Auch hier gilt wieder, die sind ein bisschen in verschiedenen Gebieten oder beziehungsweise öfter in verschiedenen Bereichen hier im zweiten Tempeltor. Hier in der Ebene sind jetzt keine Flieger mehr, wie gesagt, die Lampengespenster waren die einzigen. Für die Quest müssen wir jetzt töten 20 mal verrückte Huago-Geister, 20 mal Huago-Schreckgespenst, das sind die grünlichen, dann 20 mal mystischer Huago-Geist und 20 mal gemeiner Huago-Geist. Dann haben wir schon den nächsten Kistendrop. Schauen, was diesmal drin ist. Jawohl, wieder Erfahrungsbücher. Mit denen kann man natürlich sehr, sehr gut kleinere Söldner hochleveln. Deswegen sehr, sehr, sehr gut. Auch die sind nicht sonderlich stark. Von der Stärke her sind die. Erhalten sie etwas mehr aus. Der Schaden ist nicht so gut. Und hier auf der Ebene könnte man auch farmen, die sind ein bisschen weniger aggro leider. Aber hier auf der Ebene gibt es gar keine Gegner, die in hintere Reihen angreifen. Also die greifen immer nur auf die Front machen, Frontschaden machen. Und auch hier natürlich ist Schluss wieder eine Patrouillenlizenz hilfreich. Auch die, wie die anderen Killquests, wieder 50 Millionen Erfahrung und 10 Millionen Gold. Und ansonsten verläuft es wie die erste Ebene und auch die dritte, wie das erste Tempeltor. Und auch das dritte Tempeltor wird nach dem folgenden Schema ablaufen.
zuerst eine ganz, ganz viele normale Monster und dann am Schluss den Boss in der Ebene. Aber auch den könnt ihr natürlich zusammen töten. Und das Gute hier bei der Questreihe, selbst den kompletten Endboss im Tempelschrein könnt ihr dann mit bis zu 3 Leuten töten. Das heißt, es gibt keinen Endboss, den ihr irgendwie solo machen müsstet. Wenn ihr hier in die zweite und dritte Ebene lauft, wird es natürlich etwas länger, aber wir haben ja 2 gesunde Füße. Allerdings teleportieren wir lieber. So, ich habe euch schon am Anfang gesagt, natürlich will ich euch das Loot vom Huago-Tempel sagen. Es ist sehr, sehr interessant. Es gibt hier bei allen Gegnern blaue Saphire, Titanbarren, Adamantiumbarren, Wurzel des Lebens, korrupte Pegatränen, die man für 155er Sachen zum Bauen braucht, dann Anarchiesteine und Orichalcos. Das heißt, es gibt 7 Sachen, die in die Jackpot-Lizenz fallen. Dann 2 Gegenstände, die nicht reinfallen, sind verbesserter Titanbarren und angereicherter Adamantiumbarren. Da haben wir jetzt noch keine. Dann die Tempelschrein-Eintrittskarte, von der ich euch schon erzählt hatte. Die fällt auch natürlich nicht in die Jackpot-Lizenz. Und dann gibt es auch noch Kisten. Und zwar fallen Kisten von Phönix bis Pegasus. Die Phönix-Kiste ist natürlich das einzige davon, was ins Jackpot-Inventar reinfällt. Ich kann euch jetzt nicht den Jackpot so zeigen. Wir haben, glaube ich, jetzt 5 Kisten zusätzlich gekriegt, momentan, wenn ich mich nicht täusche. Und außerdem fallen auch sehr selten Urteilskisten, aber die sind wirklich extrem selten. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass ihr die bei jedem oder jedem Lauf oder jedem zweiten Lauf von dieser Questreihe auch bekommt. Ja, die verrückten Huago-Geister, das sind die blauen, die sind jetzt schon fertig. Die Schreckgespenster haben wir jetzt momentan am wenigsten, da greifen wir die mal an. Das Gute hier an der Questreihe ist, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr guter Platz, um den Jackpot zu füllen. Es fallen relativ ordentlich Phönixkisten und wie gesagt auch nur 7 andere Dinge. Das heißt, ihr kriegt 8 Sachen, die die Jackpot-Lizenz füllen. Das heißt, ihr habt noch 4 Sachen frei. Wenn ihr irgendwas auf den ersten 4 Plätzen habt, dann könnt ihr damit die Jackpot-Lizenz hier gut füllen. Greifen wir einen gemeinen Huago-Geist noch an. Jawohl, haben wir 3 Stück drin. Jetzt brauchen wir dann wieder mehr Schreckgespenster. Ja, auch wenn wir es noch nicht hatten, natürlich joinen hier im Huago-Tempel die Monster auch zu. Wenn ihr natürlich etwas länger braucht zum Töten und zum Looten, ist die Chance natürlich größer. Wenn ihr noch etwas kleiner seid, noch nicht so schnell tötet, dann könnt ihr auch natürlich etwas am Rand töten. Da ist die Chance natürlich geringer. Jetzt fehlt noch ein gemeiner Huago-Geist. Auch noch finden. Muss ich mal eben Mana aufladen und ihr seht, die Tempelschrein-Eintrittskarte haben wir jetzt schon mal 2 zusätzlich wiederbekommen. Auch die Killquest natürlich wieder 50 Millionen Erfahrung, 10 Millionen Gold. Wir starten eben das Gildenhandwerk. Ihr seht, jetzt joinen die Monster zu. Die sind etwas resistenter gegen Magie als die Ringquest-Mobs, aber manche Magien sind trotzdem sehr, sehr gut gegen sie. Mit einem guten Titel und wir haben jetzt auch noch den Magieturm diese Woche. Geht es natürlich
ganz ordentlich.